Bisher traf es immer die anderen, doch das hat sich gründlich geändert. Um die Gewöhnung an das Sterben nebenan geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Es scheint, als habe man hierzulande das Elend der Menschen in der auf mittelalterliche Weise belagerten Stadt Sarajevo verdrängt, die Bevölkerung abgeschrieben. Thilo Thielke und das Kamerateam Bernd Zülke und Thorsten Belling waren dort. Eine Transall des Lufttransportgeschwaders 63 der Bundeswehr über den Bergen Bosniens. Ziel die eingeschlossene Hauptstadt Sarajevo. Es ist der zweite deutsche Hilfsflug an diesem Tag. Während die Piloten die Stadt aus der Luft versorgen, machen UNO-Truppen 40 Kilometer nordwestlich Sarajevos eine schreckliche Entdeckung. Das bosnische Dorf Stupni Do von Kroaten völlig zerstört. Der zweite Kriegswinter naht in Bosnien. Und unvermindert ist die Bevölkerung dem Terror der Belagerer ausgeliefert. 25 Leichen finden die skandinavischen Blauhelme in Stupni Do. Erschossen oder bei lebendigem Leib verbrannt. Ihr Neffe ist getötet worden. Eine Frau. Female or a child, let's say 10, 12 years old. Landung in Sarajevo. In der bosnischen Hauptstadt leben noch 350.000 Menschen oder mehr. In einer Stadt ohne Strom, ohne Wasser und ohne genügend Lebensmittel. 31. Oktober, Halloween. Sarajevo ist der Inbegriff des Schreckens geworden, Synonym für Elend und Krieg. Doch an diesem Tag tanzen die Kinder auf der Straße. Die Kinder haben Kraft, genug Kraft zu spielen und zu singen. Sie haben die Kraft, die Situation zu vergessen. Wir produzieren eine Radiosendung, die Bunte Wand, doch wir sprechen dort nicht über Krieg, nicht über Granaten. In dieser Stunde müssen die Kinder den Krieg vergessen. Vor dem Kino in der Innenstadt stehen die Menschen Schlange. Jenseits des Endes dieser Welt ist das Motto eines Filmfestivals in Sarajevo. Der Krieg hat viele Gesichter. Man kann sich an ihn gewöhnen, ihn aber nie völlig verdrängen. Unweit des Kinos geht man in Deckung. Sarajevo kann man mit einem Schacht vergleichen. Weißt du, wie ein Schacht aussieht? Und von oben wirft jemand immer kleine Steine in diesen Schacht. Steine, die Menschen töten. Seit über 19 Monaten wird Sarajevo nun schon belagert und beschossen. Der Krieg gehört zum Alltag. Doch er hat nichts an Schrecken verloren. Täglich sterben auf den Straßen der Stadt die Menschen. Sie sind in einer der gefährlichsten Städte der Welt, werden die Besucher des Filmfestivals gewarnt. Doch gleichzeitig erwarten sie über 100 Filme in drei verschiedenen Kinos. Internationale Produktionen und Filme aus Sarajevo. Filme, die vom Krieg erzählen, wie diese Dokumentation der Autorengruppe Saga, Aussagen eines Monsters. Es ist die Geschichte des Kriegsverbrechers Borislav Herak, eines 22-jährigen Serben, angeklagt, muslimische Frauen vergewaltigt und erschossen zu haben. Ein Massenmörder in Uniform, der seine Taten gesteht und der zum Tode verurteilt wird. Zuerst habe ich ihn mit dem Knauf meiner Waffe zu Boden geschlagen. Dann wurde mir befohlen, ihn umzubringen. Ich nahm das Messer, drückte ihn zu Boden, zog ihn an den Haaren hoch und dann habe ich ihm die Kehle durchgeschnitten. Einmal? Ja, einmal. Und dann habe ich noch zwei Männer umgebracht und meine Kameraden die anderen drei. 10 Tage dauert das Filmfestival in Sarajevo. Die Filme werden immer dann gezeigt, wenn das Notstromaggregat gerade funktioniert. Eine Leihgabe des bosnischen Militärs. Doch die Menschen haben gelernt zu improvisieren. Sarajevo braucht nicht nur Wasser, Strom, Lebensmittel, sondern auch den Film. Noch nie waren die Kinosäle so voll wie jetzt. Noch nie hat es in Sarajevo so viele Ausstellungen gegeben und noch nie wurde in Sarajevo ein Filmfestival veranstaltet.
Uns wurde befohlen, ins Gefängnis Sonja zu gehen, um dort Frauen zu vergewaltigen. So sollte die Moral der Soldaten gestärkt werden. Zuerst haben wir sie verprügelt, mit bloßen Händen ins Gesicht geschlagen. Dann haben wir sie ausgezogen, wir waren zu viert, und einer nach dem anderen hat sie vergewaltigt. Wenn einer sie vergewaltigt hat, waren die anderen mit im Raum. Ihr wart auch ausgezogen? Ja, bis zum Knie. Dann sind wir runtergegangen. Miro Vukovic hat gesagt, wir könnten die Frau mitnehmen, wohin wir wollen. Im Gefängnis gäbe es ohnehin nicht genug Platz und genug zu essen. Außerdem kämen immer mehr Gefangene. Deshalb könnten wir sie auch umbringen, wenn wir wollten. Dann haben wir sie ins Auto, den Golf von Stretko, gezerrt und sind Richtung Suka gefahren. Stretko ist ausgestiegen und hat ihr eine Kugel in die Stirn geschossen. Alltag in Sarajevo. Die Menschen sind verzweifelt bemüht, sich in den Ruinen einzurichten. So, als gäbe es keine Granaten, kein Hunger und keine Kälte. Und für Stunden entsteht der Eindruck von Normalität in einer zerschossenen Stadt. Darko und Leila studieren eigentlich Ökonomie. Doch Darko wurde zum Militär eingezogen, wie alle jungen Männer. Und Leila kümmert sich um die Versorgung der Familie mit Wasser und Brennholz. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeigehe, muss ich an die Zeit vor dem Krieg denken, an das, was früher alles war. Aber wenn ich all die Menschen hier auf der Straße sehe, die spazieren gehen, dann bewegt mich das sehr. Dann gibt es keine Granaten mehr und keine ethnischen Säuberungen. Die Menschen haben ihren Weg gefunden, mit dem Krieg zu leben. Und sie suchen nach Möglichkeiten, ihrer Angst Ausdruck zu verleihen und ihrer Sehnsucht nach Frieden. Fast täglich wird das Staatskrankenhaus von serbischen Scharfschützen beschossen. Oben im vierten Stock in der ehemaligen Chirurgie gibt es keinen Raum, der noch nicht verwüstet ist. Die Verletzten und Kranken musste man umquartieren in den Keller. Wir können das Zimmer nicht wieder in den alten Zustand bringen, weil sie uns ständig beschießen. Jetzt können wir uns hier nur deshalb aufhalten, weil es draußen neblig ist. Noch nie wurde in Sarajevo so viel geheiratet. Jeden Mittwoch und Freitag lassen sich über 30 Brautpaare im Standesamt registrieren. Die Familie verspricht wenigstens die Illusion von Geborgenheit. Mein Vater ist Moslem und meine Mutter Katholikin. Meine Braut ist Muslimin. Aber das ist egal. Das Wichtigste ist, wir kommen alle aus Sarajevo. In den Galerien der Stadt versucht man künstlerisch mit dem Krieg umzugehen. Sarajevo wird zum Souvenir, der Inbegriff des Schreckens zur Ware für die nicht vorhandenen Touristen. Das ist eines der vielen Poster aus unserem Angebot. Enjoy Sarajevo. Vor den Ruinen eines ehemaligen Kaufhauses spielen derweil Soldaten einer polizeilichen Sondereinheit vor der Videokamera ihren Einsatz gegen organisiertes Verbrechen nach. Angeblich ein Werbefilm. Wir nehmen jetzt zuerst den Bulli auf. Alles bleibt so, wie es ist. Kann der Bulli jetzt zurückfahren? Hierher. Volkswagen war im Krieg von großer Bedeutung. Für uns sind das sehr wertvolle Autos. Kann man sagen, dass das ein Werbefilm für Volkswagen werden soll? Ja, so in der Art.
So spielen die Soldaten mitten im Krieg Krieg. Für die Kamera. Die Farce inmitten der Tragödie. In spätestens 2 Wochen beginnt in Sarajevo der Winter. Viele werden sterben vor Kälte und vielleicht auch vor Hunger. Und auch der Krieg wird weitergehen. Der Krieg, der in Sarajevo mittlerweile zum Alltag gehört.